Das Instrument ist übrigens auch was Besonderes. Das hat Erik vor ungefähr 10 Jahren mal bei einem Kreuzworträtselwettbewerb in Indien bekommen. Und ja, es klingt so ein bisschen wie das Schaf in der Dose. Manchmal scheint es mir, als gäbe es ein Wort für leere Bäume, Phrasen und Filme fort. Für links und rechts vom Bett ein Wörterbuch, das Scheitern oder den Versuch, weiter voranzugehen ohne Eitelkeiten. Manchmal scheint es mir, als gäbe es einen Satz, der ohne viel zu wollen nicht nur die Wahrheit kratzt, der uns mit wenigen Worten sagen will, was wir wirklich wissen wollten, anstatt mit vielen, was wir nicht verpassen sollten. Und manchmal scheint es wie ein Zeichen der Zeit, dass jeder ein Buch über sein Leben schreibt. Wenn er gelangweilt und gefräßig ist oder wenn alles mittelmäßig ist, niemand mehr zum Applaudieren bleibt. Sollen und vergehen, sich mit Wut und Recht den Platz erstreiten oder versteckt im Dunkeln und Beschein seines Tages einmal wichtig sein wird. Manchmal scheint es mir, als gäbe es Gesang, der die Zeit überdauert, Jahrhunderte lang, sich nicht nur auf sein Recht versteht, zur rechten Zeit das Wort ergreift, immer älter wird und doch mit der Zeit heilt. Manchmal scheint es wie ein Zeichen der Zeit, dass jeder ein Buch über sein Leben schreibt. Wenn er gelangweilt und gefräßig ist oder wenn alles mittelmäßig ist, niemand mehr zum Applaudieren bleibt. Scheint es mir, als gäbe es ein Lied.